Es war einmal in einem kleinen Dorf ein alter Spielzeugmacher namens Geppetto. Er verkaufte Spielzeug, das er aus Holz schnitzte. Das Einzige, was er in seinem Leben bereute, war, dass er keine Kinder hatte. Eines Tages, als er im Wald spazieren ging, fand er genau das richtige Stück Holz für ein neues Spielzeug. Genau, wonach ich gesucht habe. Ich werde eine wunderbare Marionette daraus machen. Geppetto lud das Stück Holz auf seinen Rücken und brachte es in seine Werkstatt. Er stellte es auf den Tisch und begann zu schnitzen. Aber plötzlich passierte etwas Unerwartetes. Er hörte eine Stimme aus dem Holz kommen. Ah! Geppetto war sehr erstaunt, aber er war sich sicher, dass er sich die Stimme eingebildet hatte. Er schnitzte weiter, aber hörte die Stimme sofort wieder. Ich werde wohl alt. Ich höre Stimmen. Geppetto arbeitete weiter. Erst machte er den Kopf der Marionette und dann die Arme und Beine. Als die Marionette fertig war, setzte Geppetto sie auf einen Stuhl und begann aufzuräumen. Plötzlich hörte er wieder die Stimme. Hallo! Geppetto sah sich verwundert um, aber er konnte niemanden außer der Holzpuppe sehen. Also ging er weiter seiner Arbeit nach. Nach kurzer Zeit sprang die Puppe von ihrem Stuhl und begann im Raum herumzutanzen. Der Anblick ließ Geppetto beinahe in Ohnmacht fallen. Um Gottes Willen, die Marionette ist lebendig. Natürlich war sie kein echtes Kind, aber sie lachte, sprach und spielte wie eins. Geppetto nahm die Marionette in die Arme. Von jetzt an soll dein Name Pinocchio sein, mein Sohn. Geppetto und Pinocchio lebten glücklich zusammen. Als es Zeit für Pinocchio war, in die Schule zu gehen, hatte Geppetto nicht genug Geld, um ihm Schulsachen zu kaufen. Also verkaufte er seinen Mantel und gab Pinocchio das Geld. Pinocchio nahm das Geld und machte sich freudig auf in die Schule. Auf dem Weg sah er sich die Geschäfte, die Leute und die Märkte an. Plötzlich sah er eine große Menschenmenge. Er mischte sich in die Menge, um herauszufinden, was vor sich ging. Weil er so klein war, konnte er sich einfach an allen vorbeischummeln, um nach vorne zu gelangen. Pinocchio sah ein großes, farbenfrohes Zelt. Es war ein Zirkuszelt. Der Clown vor dem Zelt rief die Gäste hinein. Pinocchio wollte sehen, was innen vor sich ging, aber der Clown stoppte ihn. Du kannst nicht einfach reingehen, ohne zu zahlen. Pinocchio dachte kurz nach und erinnerte sich dann an das Geld, das Geppetto ihm für die Schulsachen gegeben hatte. Ich habe etwas Geld. Er holte das Geld aus seiner Tasche und gab es dem Clown. In dem Zelt war so viel los. Pinocchio sah Puppen auf der Bühne in der Mitte des Zelts. Hey, die sind auch aus Holz. Pinocchio sprang auf die Bühne und tanzte mit den anderen Puppen. Aber die Zuschauer ärgerten sich über ihn. Der Zirkusdirektor, der über der Bühne die Strippen der Marionetten hielt, freute sich sehr, als er eine lebendige Marionette sah. Eine Marionette ohne Strippen würde mir eine Menge Geld machen. Dachte er. Und sobald die Show vorbei war, fing er Pinocchio ein und nahm ihn in einem Käfig gefangen. Pinocchio bereute es sehr, dass er nicht auf Geppetto gehört hatte und sofort zur Schule gegangen war. Er begann zu weinen. Ja.
In diesem Moment tauchte eine Fee neben ihm auf. Sie hatte Mitleid mit ihm. Du hättest auf deinen Vater hören sollen, aber ich sehe, dass du dir deiner Schuld bewusst bist. Daher werde ich dir helfen, aber mache einen solchen Fehler nicht noch einmal. Pinocchio war sehr glücklich. Aber ich habe kein Geld. Wie soll ich denn jetzt zur Schule gehen? Die Fee sprach einen Zauberspruch und plötzlich hielt Pinocchio wieder Geld in der Hand. Verschwende das Geld dieses Mal nicht. Gehe direkt in die Schule. Die Fee half Pinocchio aus dem Zirkus heraus. Pinocchio sang vor Freude, als er sich erneut auf den Schulweg machte. La 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 la. Als sie Pinocchio so freudig singen sahen, schnitten der gerissene Fuchs und sein Freund die Katze Pinocchio den Weg ab. Sie hatten vor, ihm sein Geld abzuluxen. Wo gehst du denn so froh gestimmt hin? Ich kaufe Schulsachen und gehe dann zur Schule. Das ist nicht genug Geld für Schulsachen. Wenn du unserem Rat befolgst, bekommst du noch viel mehr Geld. Was muss ich dafür tun? Du gibst uns das Geld und wir pflanzen es im verzauberten Feld. Und dort wächst dann für dich ein Geldbaum. Du kannst dann dein Geld pflücken kommen, wann immer du welches brauchst. Der naive Pinocchio glaubte dem Fuchs jedes Wort und gab ihm sein Geld. So schnell sie konnten, liefen der Fuchs und die Katze mit dem Geld davon. Als er alleine war, tauchte die Fee wieder neben Pinocchio auf. Warum bist du immer noch nicht in der Schule? Hast du von dem Geld, das ich dir gab, Schulsachen gekauft? Die Fee wusste ganz genau, dass Pinocchio das Geld dem Fuchs gegeben hatte. Sie warnte Pinocchio: Lüge mich nicht an, oder ich werde dich bestrafen. Pinocchio hörte nicht auf die Fee und log sie trotzdem an. Ich habe die Schulsachen gekauft, aber ich habe sie in der Schule vergessen. Sobald Pinocchio diesen Satz beendet hatte, begann seine Nase zu wachsen. Sagst du mir die Wahrheit? Weil er immer weiter log, wuchs Pinocchios Nase immer mehr. So lang, dass er noch nicht einmal mehr seinen Kopf bewegen konnte. Was ist das denn? Schließlich sah er seinen Fehler ein und erzählte der Fee die ganze Wahrheit. Da die Fee sah, dass Pinocchio seine Lügen bereute, ließ sie seine Nase wieder auf ihre normale Größe schrumpfen. Ich vergebe dir, weil du doch noch die Wahrheit gesagt hast. Und wiederum zauberte sie ihm das Geld zurück, das der Fuchs gestohlen hatte. Und sie warnte ihn erneut, das Geld nicht noch einmal zu verschwenden. Mit dem Geld in der Hand ging Pinocchio wieder laut singend weiter. Aber dieses Mal lief er auf eine weitere Gefahr zu. Der Zirkusdirektor, der ihn gefangen genommen hatte, stand direkt vor ihm. Er war sehr wütend, weil Pinocchio davongelaufen war. Er wollte ihn bestrafen. Er fing Pinocchio ein und warf ihn ins Meer. Als Pinocchio im Wasser landete, ging er nicht unter. Er schwamm an der Oberfläche, weil er aus Holz war. Pinocchio gefiel das sehr und er begann, seine Arme und Beine zu bewegen und zu schwimmen. Und dann, als er gerade dabei war, auf das Ufer zuzuschwimmen: Hey, was ist denn jetzt los? Wo bin ich? Pinocchio war plötzlich in einer dunklen Höhle. Er sah sich um, aber konnte keinen Ausweg sehen. Pinocchio war von einem riesen Fisch verschluckt worden und befand sich jetzt in dessen Bauch. Zur gleichen Zeit machte sich Geppetto große Sorgen um Pinocchio und er ging aus, um ihn zu suchen. Pinocchio! Pinocchio! Nach einer Weile erreichte er die Küste, wo Pinocchio ins Wasser gefallen war. Er fragte die Fischer, ob sie seinen Sohn gesehen hatten. Einer der Männer konnte sich an den Jungen erinnern und er sagte Geppetto, dass er gesehen hatte, wie er ins Wasser geworfen worden war.
Geppetto bat die Fischer um Hilfe. Einer der Fischer wusste, dass Geppetto ein guter Mann war und er konnte ihm die Hilfe nicht verwehren. Er gab Geppetto ein kleines Boot, um Pinocchio zu suchen. Geppetto sprang in das Boot und ruderte aufs Meer. Nach einer Weile zog ein heftiger Sturm auf. Das kleine Boot konnte den hohen Wellen nicht mehr trotzen und kenterte. Geppetto trieb ganz alleine mitten auf dem Meer. Geppetto war alt und konnte nicht sehr gut schwimmen, also begann er langsam unterzugehen. In diesem Moment wurde Geppetto von demselben Riesenfisch verschluckt, in dem Pinocchio sich befand. Geppetto rutschte den Schlund des Fisches herab, direkt in seinen Bauch. Plötzlich hörte er ein Kind weinen. Natürlich erkannte er die Stimme sofort. Pinocchio, mein Sohn, endlich habe ich dich gefunden. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Als er die Stimme seines Vaters hörte, umarmte Pinocchio ihn mit Tränen in den Augen. Es tut mir so leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Vergib mir. Ich werde von nun an alles tun, was du sagst. Als sie sah, dass Pinocchio es dieses Mal wirklich ehrlich meinte, beschloss die Fee, die beiden zu retten. Sie zauberte Pinocchio und Geppetto aus dem Bauch des Fisches heraus und brachte sie ans Ufer. Nach diesem Tag wurde Pinocchio ein braver Junge und hörte von nun an immer auf seinen Vater. Er ging jeden Tag in die Schule und nach der Schule ging er nach Hause und half Geppetto in seiner Werkstatt. Die Fee sah, was für ein toller Junge Pinocchio geworden war und beschloss, ihn zu belohnen. Eines Nachts, als Pinocchio schlief, erschien sie neben seinem Bett und erlegte ihm einen Zauber auf. Am Morgen wachte Pinocchio auf und wollte sich wie gewohnt für die Schule fertig machen. Als er aus dem Bett stieg, merkte er, dass etwas anders war. Er sah seine Hände an und dann den Rest seines Körpers. Er war schockiert. Er war nicht mehr aus Holz. Er war ein echter Junge aus Fleisch und Blut. Voller Freude sprang er aus dem Bett und rannte zu seinem Vater. Papa, Papa, schau mich an! Als er Pinocchio als einen echten Jungen sah, war Geppetto sehr glücklich. Endlich habe ich einen echten Sohn! Vater und Sohn umarmten sich sehr fest mit Tränen in den Augen. Pinocchio log nie wieder und seine Nase blieb immer so klein, wie sie war.